Diesmal geht es um Körper, und zwar um eine spezielle Art von Körpern, geometrischen Körpern, und zwar um Prismen. Die Frage ist, was ist ein Prisma oder was sind Prismen? Prismen ist der Plural. Hier seht ihr verschiedene Prismen, ein Dreiecksprisma, ein quadratisches Prisma mit einer quadratischen Grundfläche, Fünfeck als Grundfläche, Sechseck. Zusammenfassend kann man Folgendes sagen. Ein Prisma hat eine Grundfläche und eine Deckfläche. Also ein Prisma muss eine Grundfläche und eine Deckfläche haben. Hat es keine Deckfläche, ist es auch kein Prisma. Und ihr seht an den Figuren, Grundfläche und Deckfläche haben genau die gleiche Form. Also zum Beispiel ein Dreieck oder ein Quadrat oder ein Rechteck oder ein Fünfeck oder ein Sechseck oder überhaupt irgendein Viereck und so weiter und so weiter und so weiter. Und die Grundfläche und die Deckfläche sind parallel zueinander. Das seht ihr hier. Die liegen also nicht schief zueinander, sondern sind parallel zueinander. Und zwar bei allen Prismen, egal wie die Grund- und die Deckfläche aussieht. Und auch noch ganz wichtig, die Seitenflächen eines Prismas stehen senkrecht auf der Grundfläche. Deswegen sind die Grundfläche und die Deckfläche auch parallel zueinander. Und die Seitenflächen eines Prismas sind Rechtecke. Keine Dreiecke oder sonst irgendwas, sondern Rechtecke. Gut, jetzt schauen wir uns ein Prisma nochmal an. Wenn wir das aufklappen, dann haben wir die Oberfläche von dem Prisma oder das Netz von dem Prisma. Und hier seht ihr die beiden Grundflächen. Grundfläche und Deckfläche sind gleich. Das ist beides mal dasselbe Trapez. Alle Seitenflächen sind Rechtecke. Das seht ihr hier. Die blau markierten sind die Seitenflächen. Und alle Seitenflächen stehen im rechten Winkel zur Grundfläche, also stehen senkrecht. Und daher sind auch Grund- und Deckfläche liegen parallel zueinander. So, eine kleine Übungsaufgabe. Handelt es sich bei den Formen um ein Prisma oder nicht? Diese Verpackung ist ein Prisma. Die beiden Grund- und Deckflächen sind gleich. Das ist ein Prisma. Diese Figur, dieses Deodorant, das ist kein Prisma, weil die Deckfläche anders aussieht als die Grundfläche. Die Deckfläche ist ja so ein Halbkreis. Ist kein Prisma. Ein Würfel, eine Verpackung in Form eines Würfels, ist auch ein Prisma. Das passt. Hier könnte man sich denken, dass das ein Prisma ist, aber die Grundfläche ist ein Kreis, die Deckfläche auch. Gut, steht alles parallel zueinander, würde vielleicht passen, aber das ist ein Zylinder und kein Prisma. Das müsstet ihr euch merken. Diese Verpackung hat als Grundfläche ebenso wie die Deckfläche auch ein Dreieck und wäre ein Dreiecksprisma. So, und diese Duplo-Schachtel, da ist die Grundfläche und die Deckfläche genau gleich große Halbkreise. Steht auch alles parallel zueinander und im rechten Winkel ist ein Prisma. Und diese sechseckige Schachtel, da ist auch alles parallel zueinander und im rechten Winkel ist auch ein Prisma. Und hier oben haben wir eine, ich zeichne das nochmal ein, dass man es besser sieht, eine Figur, die keine Deckfläche hat. Und das ist kein Prisma, sondern eine Pyramide, genauer gesagt eine Pyramide mit einer rechteckigen Grundfläche. Gut, soweit zu dem Thema und beim nächsten Mal beschäftigen wir uns damit, wie man die Oberfläche eines Prismas und das Volumen eines Prismas berechnet. Okay, also tschüss, bis zum nächsten Mal.